Ich kenne Trolle mit besseren Manieren. Gestank. Das riecht ja schlimmer als Ivar die Schmiede in Asgard. Mal sehen, was mir diese Zwerge über Aesir erzählen können. Nicht noch mehr Ärger. Ich habe doch Lester. Wir müssen dich auf einem Löffel raustragen. Yeah.
Bist du wohlauf? Ich verdanke dir mein Leben. Diese Feuerriesen wollten mich zu Tode rösten. Du schuldest mir nichts. Allerdings könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Meine Hilfe? Wobei könnte ich dir schon helfen? Diesem Einmarsch ein Ende zu setzen. Ich bin ganz Ohr. Ich weiß, dass Acer eure Arbeit überwacht. Ich muss sie finden. Was weißt du über ihren Aufenthaltsort? Nichts, außer der Richtung, in die sie ging. Nach Osten. Interessanterweise nahm sie einige meiner Leute mit. Gräber. Vielleicht untersucht sie eine andere Stätte. Das ist hilfreich. Leb wohl und pass auf dich auf. Geht es dir gut? Geh weg! Ich muss das in Ordnung bringen, sonst verliere ich die ganze Ladung und meinen Kopf dazu. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Wir beide sollten reden. Erhabener, bist du es wirklich? Was machst du denn hier? Ich bin auf der Suche nach Surts Tochter, die sie Acer nennen. Sie soll sich oft in dieser Gegend aufhalten. Sie macht ihre Rundgänge. Sieht nach, ob wir auch so gut arbeiten, wie wir können. Was ist das Ziel all dieser Arbeit? Wer weiß. Sie bringt uns das Erz, wir gewinnen Metalle daraus. Und die gehen dann an Surt, für was auch immer er es braucht. Und wie ist sie so, diese Acer? Wenn man es sich mit ihr verscherzt, brüllt sie einen an. Aber solange man sich ordnungsgemäß verhält, ist sie eigentlich ganz erträglich. Sie sorgt dafür, dass wir verpflegt sind und unsere Wunden geheilt werden. Ungewöhnlich für Feuerriesen. Wo könnte ich sie jetzt finden? Ich weiß es nicht. Aber du könntest es beim Brennofen versuchen. Bekomme ich sie los? Acer scheint gutmütig zu sein. Für eine aus Muspels Volk. Nur die verfluchte Klappe lösen könnte. Ich suche die, die sie Acer nennen. Sagt dir dieser Name irgendetwas? Denk nach, Uri, denk nach! Hier gibt's schon genug Elend. Ich suche die, die sie Acer nennen. Sagt dir dieser Name irgendetwas? Ja, nämlich, dass ich nicht mit dir reden sollte. Die anderen auch nicht. Und jetzt geh, bevor wir noch beide im Kochtopf landen. Oder eher in Magma. Wie bekomme ich sie los? Lunge hier nicht rum. Geh, du kannst uns nicht helfen. Du arbeitest, als gäbe es kein Morgen. Ist es das, was Acer von euch verlangt? Es hält mir ihr Ungeziefer vom Leib. Und es hält mich satt. Naja, so gut wie. Momentan könnte ich einen Troll verschlingen. Ich kann mir vorstellen, dass man hier oft von Hunger geplagt wird. Darf ich dir etwas zu essen anbieten? Damit bliebe ich Arbeitsbiene zumindest auf den Beinen. Ich habe etwas, das deinen Magen verstummen lässt und dich hoffentlich aufmuntert. Wie kann ich diese Barmherzigkeit vergelten? Wir haben einen gemeinsamen Feind, Acer, und ich suche nach ihr. Ha! Und ob sie unser Feind ist? Wenn es nach mir ginge, würde ich ihr hübsches Gesicht zu sengendem Brei verarbeiten. Leider ist sie bisher nicht zurückgekehrt, sodass ich es versuchen könnte. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Kannst du mir sonst irgendetwas sagen? Ich bekomme den Eindruck, dass du ihr gegenübertreten willst. Mit Gewalt? Dann lass bloß Vorsicht walten. Acer kann ihre Wunden mit Magma behandeln. Und das ziemlich schnell. Sie trägt immer eine frische, seidige Schicht auf der Haut. Ich werde es mir merken. Wenn du Acer siehst, richtest du ihr einen freundlichen Gruß von mir aus, ja? Hast du einen Augenblick? Verpiss dich, ein Auge. Freundlich. Was willst du hier? Du solltest wirklich gehen. Lass uns in Frieden. Bitte, lass dich hier nicht sehen. Was machst du?
machst du überhaupt hier? Ich möchte dich etwas fragen. Ein Ase? Du solltest nicht hier sein. Ich brauche nicht lang. Geh bitte. Ich will keinen Ärger mit den Wachen. Sie erlauben mir nur zu sprechen, wenn ich ihnen Bericht erstatte. Sonst nicht. Lass uns in Frieden. Bitte. Mach dich auf den Weg, ja? Geh. Zu unser aller Wohl. Geh. Ich suche die, die sie Acer nennen. Sagt dir dieser Name irgendetwas? Ja, nämlich, dass ich nicht mit dir reden sollte. Die anderen auch nicht. Und jetzt geh, bevor wir noch beide im Kochtopf landen. Oder eher im Magma. Lass mich bitte. Lass mich bitte. Hast du einen Augenblick? Verpiss dich, ein Auge. Freundlich. Überblicke das Land, Freundin. Wenn ich nur die verfluchte Klappe lösen könnte. Denk nach, Uri, denk nach! Wie bekomme ich sie los? Ein übles Bad! Es geht! Es geht! Lass uns in Ruhe! So gut wie neu. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Ich könnte dich küssen. Benutze deine Lippen lieber, um mir zu verraten, wo ich Acer finde. Acer? Was will ein Ase denn von einer Prinzessin der Feuerriesen? Ich habe eine Meinungsverschiedenheit mit Surt. Seine Tochter wird mir helfen, sie zu lösen. Und wie stellst du dir das vor? Acer mag jung und unbescholten wirken, aber sie hat durchaus eine dunkle Seite. Die habe ich auch. Kannst du mir sagen, wo ich sie finde oder nicht? Nicht genau. Die Rohstoffe, die wir erhalten, kommen aus einer Mühle. Aber ich weiß nicht, aus welcher. Unser Schmied, Sia. Acer nahm einige seiner Arbeiter mit. Er könnte mehr wissen. Aber Vorsicht! Ich habe gehört, die Wachen wollen ein abschreckendes Beispiel aus ihm machen. Was willst du hier? Lass mich, bitte! Lass uns in Frieden! Geh weg, hier gibt's schon genug Elend. Hast du einen Augenblick? Verpiss dich, ein Auge! Freundlich. Geh! Zu unser aller Wohl! Lass mich, bitte! Mach uns bitte keinen Ärger! Lass mich, bitte! Hier nicht rum? Bitte, lass uns in Ruhe. Verhalte dich ruhig. Ich bin es, der Ase. Was? Das ist eine gute Verkleidung. Wenn Loki Unterricht gibt, sag ihm, wir könnten sein Wissen gebrauchen. Ich habe ihn in eine Kerkerzelle gesperrt. Für die nächsten 1000 Jahre etwa. Ah. Also, was führt dich zu uns? Sicher kommst du nicht, um uns aus der Patsche zu helfen. Ich suche nach Acer. Kannst du mir weiterhelfen? Surts Tochter? Ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ihre Scherben jedoch lassen uns nicht aus den Augen. Ich kann dir nur sagen, dass sie überall, wo sie hingeht, große Teiche aus Magma schafft. Hier hat sie das auch getan. Sie läuft darin herum. Angeblich nutzt sie sie sogar zur Fortbewegung. Da freue ich mich schon drauf. Sie ist gewitzt. Wenn du Gruben voll flüssigem Feuer siehst, könnte das bedeuten, dass sie in der Nähe ist. Ich halte mein Auge offen. Eine andere Aufgabe beansprucht derzeit Acers Aufmerksamkeit. Wenn sie abgelenkt ist, wird es leicht sein, sie zu fangen.
Zeig mir, was vor uns liegt. Geh weg, hier gibt's schon genug Elend. Das muss kurz warten. Ich frage mich, wie die Riesin zu ungeladenen Gästen steht. Los jetzt, Krieger! Ja, wir hören das Feuer! Ah!
Ich brauche hier mal Hilfe. Ich habe genug Quarz gesammelt. Ich sollte eine Schmiede aufsuchen und sehen, was man dort für mich tun kann.
Was siehst du, alte Freundin? Komm, Gardos! Komm, Rindan! Traum einer jeden Feuerriesenprinzessin. Was ist das? Hast du dich verlaufen, Arse? Kommt darauf an. Ich suche jemanden. Mir wurde gesagt, ich würde sie hier finden. Vielleicht kennst du sie. Eine Feuerriesin, etwa dein Alter, heißt Elsa und ihr Vater ist, wie sage ich es, ein aufgeblasener Narr, der sich für einen Gott hält. Nie von ihr gehört. Dann wird es dich sicher nicht stören, wenn ich etwas bleibe und meine Füße in dem Feuerbad wärme. Ich habe einen besseren Einfall. Kehr um. Geh dorthin zurück, wo du herkamst. Und pass besser auf, wo du hintrittst. So heißt man neugierige Besucher aber nicht willkommen. Willst du den nicht wegpacken? Warum? Hast du Angst, dass ich weiß, wie man ihn benutzt? Ich bin sicher, dass du ihn benutzen kannst. Recht passabel sogar, aber dann müsste ich dich töten. Keine Sorge, das wirst du nicht. Viel Spaß dir, Elsa. Es gibt einen einfachen Ausweg. Wo bliebe denn da der Spaß? Feuergeißel! Verleiht ihr dieselbe Gabe, wie ihr Vater sie besitzt. Was ich auch tue, dieser Anhänger verleiht ihr neues Leben. Ich darf nicht nachlassen. Lassen wir den Plunder aus dem Spiel, ja? Oh nein. Göttliche Häme. Streck mich nieder, ich ertrage es nicht. An deiner Stelle würde ich mir die scharfe Zunge für einen passenderen Augenblick aufheben. So trug kein solches Schmuckstück. Und doch hatte auch er Schwierigkeiten, damit zu sterben. Du warst das also in Eitri. Welcher Zwist hat dich dazu gebracht, mit meinem Vater zu kämpfen? Er hat meinen Sohn entführt.
Und nun lasse ich deinen Vater von seiner eigenen Medizin kosten. Beweg dich, auf dass ich sein Kind gegen das meine tausche. Offenbar kennst du meinen Vater schlecht. Dein Sohn. Baldar, nehme ich an. Er hat etwas, das mein Vater braucht. Und wenn dem so ist, nimmt Papa eher meinen Tod in Kauf, als deinen Forderungen nachzugeben. Wenn du deinen Sohn zurück willst, wirst du etwas weitaus Wertvolleres als mich zum Handeln brauchen. Ich, seine eigene Tochter, werde schlicht nicht genügen. Dann gibt es keinen Grund mehr, warum du atmen solltest. Aisha, wir haben es gefunden! Oh. Was gefunden? Was habt ihr gefunden? Aisha wird nicht wollen, dass ich das sage. Aisha ist nicht mehr hier. Ich schon. Der erhabene Asgards. Man nennt mich der Wütende. Und du hast meine Laune in der Hand. Ein Wandbild. Aisha glaubt, es könnte ihr helfen, in ein altes Gewölbe zu gelangen. Es ist in einer Höhle. Da drüben. Solange Surt lebt, wird mein Sohn sein Gefangener sein. Aber wie tötet man etwas, das nicht getötet werden kann? Wenn der Tod nicht seine Schwäche ist, muss ich etwas anderes finden. Das Aisha gesucht hat, sollte irgendwo in dieser Höhle sein. Sie glaubt, hier wäre etwas von Wert zu finden. Ich muss herausfinden, was es ist. Jetzt könnte ich irgendwas brauchen. Er hatte immer einen Riecher für Schätze. Kommt von den Seiten! Zurück zum Schiff. Hey, Martins, fliehe! Da ist ja dein Wandbild, Aisha. Dann mal sehen. Albenzeichen. Einige von ihnen könnten auf Gipfel oder Berge hinweisen. Du da, kannst du mir das vorlesen? Ich kann's versuchen. Albenrunen sind für mich schwer zu entziffern. Du wirst dich besser anstellen als ich, und das muss reichen. Wird ein altes Gewölbe erwähnt? Eine Tür, ein Geheimeingang vielleicht? Nein. Aber ich erkenne das hier. Zwei große Berge im Norden, darüber Sonne und Mond. Mehr nicht? Bedauere, Aase. Wir sind einfache Bergleute, keine gelehrten uralter Schriften. Keine Sorge, ihr wart mir eine große Hilfe. Da ist dir dein Wandbild, Aisha. Dann mal sehen. Das Gewölbe befindet sich zwischen zwei großen Bergen im Norden. Dort sollte ich suchen. Das Gewölbe befindet sich zwischen zwei großen Bergen im Norden. Dort sollte ich suchen.